So, da sind wir wieder und mir ist gerade mal erstmal voll fett das Spiel abgeschmiert. Muss ich jetzt erstmal wieder hinlassen. Gott sei Dank ist doch alles da, sonst hätte ich nämlich die komplette Krise gekriegt hier. Das hätte ich jetzt alles hätte nochmal machen müssen. So, Bomben haben wir erstmal wieder genug. Aber wir dürfen uns den Text von der Eule wieder reinfallen. Ja, hallo, 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 ja. Du bist erfahrungskräftig geworden. Ja, 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 musst du nicht sehen. Also, ja, Mucke, Mucke, Mucke. Ja, du willst jetzt so was reichen, ne? Ja, 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 ja. Du musst jetzt den letzten heiligen Stein noch holen. Ja, das machst du jetzt auch, ne? Ja, 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 aber du musst ja nicht vergessen, ne? Du musst zeigen, dass du ein Abgesandter bist. Ja, 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 ja. Mach sein Schläfchen raus. Das ist ein Schlafi, ne? Hat man dir herbeigebracht, so, ne? Ich bin jetzt weg. So, der ist weg. Und dann weg mit dem Vogel hier. Der Vogel hat ja nichts zu suchen, ne? Dieser scheiß Vogel. So, aber ich will jetzt erstmal nachgucken, ob hier noch ein Loch ist. So, wir können ja mehrere machen, ne? So. Hab ich jetzt die Skulptur? Ist die Skulptur, hab ich die jetzt auch oder ist die weg? Der nehme ich auch. So, diesmal den Vogel nicht verärgern. Ich glaube, den brauchen wir nämlich. Komm mal her, Vögelchen. Hi. Nein, ich will nicht den Stein. Ich will die Vögelchen haben. So, anders kommen wir ja wohl nicht rüber. So, tschüss. Ja, nö, komm, das kannst du behalten, scheiß Ding. Da ist der Herzteil. Boah, der haut mich ja immer noch. Wie komme ich jetzt an diesen scheiß Herzteil? Da ist der Herzteil! Ich muss mir das Herzteil! Ich will das Herzteil haben! Ja, ich glaube, das verlaufen jetzt gerade ganz gut. Na, kommen wir da rüber? Ah. Nein! Anscheinend nicht. So gemein. Egal. Finden wir auf jeden Fall noch raus. Unter Wasser gibt es Frösche, die dich neugierig beobachten. Ja. Stimmt. Nein, 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 nein. Ich will raus aus dem Wasser. Ich will raus aus dem Wasser. Da war irgendwas mit Fröschen, aber ihr könnt mal sehen, ich bin so raus aus dem Spiel, ich habe keine Ahnung. Und die kümmern uns aber auch noch. So, hier sind wir auch noch hin. Habe ich jetzt geil hingekriegt, das darf ich hier wie ich nochmal machen. Ich glaube, die ist da oben. Die Musik ist einfach nur episch. Ich liebe diese Zelda-Mucke. Weil die ist ein einzelner Stein. Da liegt umsonst. So. Da hast du was. Ja, ein Herz. Ja, gib her. Gib her. So, jetzt gehen wir hier lang. Nein. Sei lieb. So, jetzt gehen wir hier lang. Boah, das Rennen hier und so. Das wird alles kompliziert hier. Falls ihr runterfallen ins Wasser fallen. Aber falls ihr da runterfallen solltet, dann müsst ihr nachts. Tauchen. Hallo, wie soll ich da runterkommen? Leute, wie soll ich denn da dran kommen?
nein! Fuck. Dann auf jeden Fall irgendwas geschrieben. Links. Ratloser Wasserfall. Hier, Ratloser Wasserfall. Du kriegst doch einen Weg hier zum Ratloser. Boah, ich kenne Lied auswendig. Ich habe Zeldas Fliegenlied auswendig gelernt. Das ist ja fein. So, jetzt geht der Wasserfall schlafen. Süß. Gehen wir da rein. So, und zack. Gehen wir mal da rein. Und es wird Nacht. Thoras Reich. Okay. Wir sind auf dem Weg zum letzten Dungeon. Also zum dritten und den letzten kleinen Heiligenschein zu holen. Thoras Reich, ja. Alles begriffen. So, was steht hier? Vor dir liegt König Thoras Thronsaal. Betritt ihn ehrfürchtig. Ja. Geld, ja, ich bin auch mit Zelda Ocarina of Time mit Geld geil. So. Oder rein. Zora-Laden, heute im Angebot. Fisch. Ja, toll. Dann fliegen wir erstmal hier runter. Sprechen erstmal mit dem da einfach ab. Hi. Wer seid ihr? Wir sind die Thoras, das stolze iranische Amtsbiet. Wie ein Geschlecht. Ich weiß, der kaum spricht kann, weißt du? Und dann lesen wir hier Amphibiengeschlecht. Das, ne? So, ihr behauptet, ein Angehöriger von Hyrule königlicher Familie zu sein? Wo denn? Was wollt ihr von uns? 10 Euro und Eis und eine Pizza. Hi. Wir sind gewandte Taucher. Wie steht es mit euch? Richtig. Wollt ihr ebenso meisterlich tauchen? Macht mit bei unserem Tauchspiel am höchsten Punkt des Wasserfalls. Nur ausprobieren. Nö. Darf ich auch? So einer. Alles Wasser in Hyrule entspringt Thoras Quelle. Das Wasser fließt durch den Zora-Fluss und schließlich in den Hylia-See im Süden heim. Aha. So. Da oben ist ein Tempel. Hier habe ich schon was. Hier aber noch nicht. Hi. Die Zoras dienen dem mächtigen König Zora. Das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Aber auch nur fast. So, ich kann endlich wieder stehen. Oh. Aus Thoras Quelle entspringt der Fluss. Die Quelle ist auch die Residenz von Lord Yabu Yabu. Lord Yabu Yabu ist Schutzheiliger der Thoras. Prinzessin Uto sorgt täglich für seine Nahrung. Okay, wir gehen aber jetzt erstmal in den Laden, ne? Hi. Ich wollte eigentlich einen Fisch kaufen, aber er ist ein bisschen zu teuer. Da muss ich wohl einen der Fische fangen, die hier herumschwimmen. So, was haben wir denn hier Beine? Willkommen. So, was haben wir denn hier? Pfeile? Und jetzt hier ein Fisch, 200 Rubine. Ja. Pfeile. Ja. Zora-Rüstung. Eine praktische Rüstung der Zoras, die nur Erwachsene passt. Hier kann man unter Wasser atmen. Cool. Ja, ich bin leider noch ein Kind. Und 300 Rubine habe ich auch mal eben. Ich habe jetzt über. Und außerdem können wir ja eh nur 200 mit uns rumschleppen. Hallo, her mit dem Geld. Geld in die Welt. So, gehen wir mal hier hoch. Ey, der ist aber groß.
König Sorosposa, bitte die Plattform um den König zu bringen. Aber da geht's lang. Ich geh erstmal da lang. Geht nach. Extrem Kippenspringen. Bist du am Kippenspringen? Hi. Tauchspiel, 20 Rubine. Macht ihr mit? Ja. Okay. Sammelt alle Steine ein, die ich nach unten werfe. Ihr habt dafür nur begrenzt Zeit. Sind alle eingesammelt, kommt ihr hierher zurück. Dann bekommt ihr etwas sehr Schönes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Start. 15 Sekunden. Oh Gott, Körper. Wir haben noch 30 Sekunden. Noch 20. Zwei fehlen noch. Einer noch. Jawohl. Tag und ihr Ring, habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab. Okay, machen wir. Na, dann gehen wir mal hoch. Ich will jetzt meinen Preis. Aber ich hoffe schon, klar. Guck, was wir kriegen. Bestimmt ein Herzteil. Ich hoffe ein Herzteil. Wir finden ja kaum Herzteil. Und wenn, dann komme ich da nicht dran. Aber es ist eine schöne Gegend hier im Zora-Reich. Ich fühle mich richtig gut und wohl hier. Ja, mit dem großen König Zora sprechen wir natürlich auch gleich noch. Aber ich will jetzt erstmal eine Belohnung abholen. Gibt's da eigentlich noch eine Steigerung vom Spiel? I don't know, ne? Ihr getaucht seid. Hier, nehmt dies als Lohn. Dies ist eine silberne Schuppe. Der Zoras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Geil. Die silberne Schuppe. Begib dich ins Wasser und drücke A. Jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Ja, geil. Na, geil. Musst du doch da wabert. So, dann will ich direkt mal was ausprobieren. Nein. Ich will runter. Ach scheiße, jetzt zeige ich noch eine 20 Rubine. Aber da ist Zwang. Okay. Ja, das hat schon mal Zeit gekostet. Jetzt haben wir 6 Sekunden Zeit zu tauchen. Da fragt man sich ja glatt, was da unten ist, ne? Wir haben noch 8 Sekunden. Okay. Jetzt will ich aber wissen, was da unten drin ist. Der Hylia-See.
Okay, wir sprechen erstmal mit dem Großen. Ich habe nämlich ein Gefühl, dass wir hier nämlich gleich noch hin müssen. Deswegen erstmal wieder zurück. Ja, nein, hier ist er gar nicht. So, länger tauchen können wir schon mal. Das ist auf jeden Fall element wichtig. So, nochmal ein bisschen Knete. Nochmal Knete. Da kommt schon der Stab raus. Ich hab das nicht. Aber sprechen wir mal mit dem Dicken da. Mit dem dicken König! Boah, jetzt habe ich den beleidigt. Boah, die hatte das nicht gehört, ne? Hi. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Guto. Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Oh nö. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ihr habt keine Ahnung? Sagt nicht, ich muss die Prinzessin finden. Dann kriegt aber ihr, dann kriegt aber. Ach ja, genau, das weiß ich noch. Wenn wir irgendwie, wenn er. Dahinter ist noch was, aber da kommen wir noch nicht hin. Ich denke, wir müssen zu Julia sehen. Na, mit dir will ich jetzt aber nicht mehr reden. So, Körper! Yay! So, dann gehen wir zu Julia sehen. Da irgendwo. Das ist das Schöne, wenn man keinerlei Ahnung mehr hat, aber wirklich gar keine. Was ist das denn da? Was macht das sein? Keine Ahnung, aber da unten geht's auch noch rein. Sagen, wir gehen erstmal hier raus. Ja, ich will auch noch tauchen. Also, ja, hier Musik ist auch keine da. Das ist ganz schön still hier. Einfach nur geiler Teil. So, da geht's lang. Was sind wir denn dann da? Da steht ein Leichenschein. Gucken wir mal. Da steht ja was. Da steht ja was. Julianische Steppe. Hä? Wo kommen wir denn da hin? Dann will ich jetzt mal kurz rausfinden, Leute. Da ist das Dach, wo man auch nicht mit dem Kopf. Hyliasee, ja. Da ist auch noch ein Haus. Wir sehen mal den Hyliasee am Tag. Aber bevor wir ins Haus gehen, hier erstmal am Boden. Da ist schon wieder die verkackte Eule. Warum ist die Eule schon wieder da? Oh Mann, ey. Blöde Eule. Gehen wir erstmal ins Haus rein. Ey, wer bist du denn? Labor am See. Hallo! Ich bin gerade dabei, dass das aus Müller sie mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen, gesprochen.
Sie hat viel von mir gelernt. Okay, da ist auf jeden Fall ein Tor. Der hat auf jeden Fall noch irgendwas mit sich. Was ist das denn? So. Der hat auf jeden Fall Dreck am Stecken. Das weiß ich, glaube ich sogar ich noch. Aber was ganz genau weiß ich jetzt natürlich nicht. So. Jetzt sollen wir wieder mit der Eule quatschen. Ich freue mich. Was du denn? Du hast ja ganz schön lange gebraucht. Vielleicht solltest du ab und zu auf die Karte schauen. Mucke, das hier ist ein ruhiger See mit kristallklarem, kühlem Wasser. Aus seinem Grund befindet sich der Zugang zum Wassertempel. Die Zoras wachen über ihn. Die Zoras sind Angehörige von Zoras Reich im Nordosten Hyrules. Sie sind stolze Amphibienwesen und seit Urzeiten der Königsfamilie treu. Ich hörte, nur einem Angehörigen der königlichen Familie würde der Zutritt zu Zoras Reich gestattet. Ich bin übrigens gerade auf dem Weg zum Schloss. Wenn du mit mir kommen möchtest, halte dich an meinen Krallen fest. Nee, ich will nicht mit. Aber so wie ich das angehört habe, müssen wir zurück nach Kakariko. Ah, nee. Wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Mauer. Aha. Da ist aber auch noch was. Da schwimmen wir jetzt hin. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo Prinzessin Ruto ist. Aber die werden wir schon finden. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwie. Ach genau, ich weiß, was hier ist. Genau, hier ist so ein Angelspiel. Irgendwie so ein Minispiel. Angeln. Ja, ich wollte jetzt aber gerne rauf. Ich bin schon wieder Nacht. Fischweiher. Heute beißen die Fische wirklich gut. Gehen wir mal rein. Hi. Nun, willst du für eine 20 Rubine angeln? Ja. Oh nein, dir fehlt ein Rumble Pack. Damit würdest du spüren, wenn ein Fisch am Haken ist. Pech für dich. Geh zum Rand des Sees und drücke Z, um die Fische anzuschauen. Wirf die Leine mit B aus und stoppe sie mit A. Lass dein Köder mit im Wasser zappeln. Als Anfänger kannst du auch B benutzen. Hole die Angelschnur mit A ein. Wenn du A und R gedrückt hältst, kannst du den Fang schneller einholen. Spürst du, dass etwas anbeißt, drücke A und nach unten, um den Haken festzusetzen. Dann hole die Leine mit A ein. Möchtest du deine Ergebnisse beim Angeln festhalten, musst du deinen Fang wiegen lassen. Angelst du als Kind, wird dein Ergebnis auch in der Zukunft festgehalten. Umgekehrt ist dies nicht möglich. Hast du alles verstanden? Ja. Ich bin sehr großzügig. Du kannst angeln, solange du möchtest. Der größte Fang an diesem See wog 6 Pfund. Wenn du deine Angel ausgeworfen hast, kannst du die Blickrichtung mit Z ändern. Petri Hai. Cool. Thank you.
hinten war ein dicker Fisch. Ja, komm schon, angeln. Ich will angeln hier. Na, ob der mehr als 6 Pfund wiegt? Ach so. Da haben wir doch einen. Naja, der wiegt etwa 4 Pfund. Willst du ihn behalten? Nein.